Herzlich willkommen zu dem Podcast von der FEG Obwalden. Mega schön, dass du dich wieder mit eingeklinkt hast. Wie du vielleicht schon gelesen hast, ist heute das Thema Loading, Warten auf Gott. Du kennst es vielleicht vom PC oder von deinem Laptop, von deinem Smartphone, wenn plötzlich so ein Wartesymbol kommt und dann dreht sich ein Kreis oder es fühlt sich ein Balken ganz langsam oder ein bisschen schneller. Und wenn man nicht weiss, wie lange das der Ladeprozess noch geht, wenn das endlich der Ladevorgang fertig ist und dass es weitergeht, dann werden wir doch amigs ungeduldig. Also so geht es mir vor allem. Ich denke aber, dass wir alle in unserem Leben so Wartezeiten haben. Manchmal handelt es sich um Wartezeiten, die in Tagen, Wochen, aber vielleicht auch einen Monat geht oder sogar Jahre, wo wir auf etwas warten. Vielleicht wartest du schon seit Wochen darauf, deine Freunde in einem Verein oder wieder da im Gottesdienst persönlich zu sehen und mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Das hat ja für einige von uns schon bald ein Ende, das Warten. Eine Lockerung. Vielleicht wartest du aber auch auf Besserung von deiner Gesundheit. Oder du wartest darauf, dass endlich eine Tür aufgeht und du mit deiner Familie oder mit deinem guten Kollegen mal über Jesus kannst reden. Oder schaust Nachrichten, schaust in die Welt raus und wartest darauf, dass die Welt endlich mal zu einem besseren Ort wird. Wir tauchen heute Morgen in einen Bericht von der Bibel ein, wo Jesus mit seinen Jüngern im Gespräch ist. Und er führt das Gespräch mit ihnen kurz bevor er in den Himmel gefahren ist. Das haben wir ja am letzten Donnerstag gefeiert. Und vielleicht fragst du dich jetzt, wieso schauen wir jetzt nach Auffahrt wieder zurück vor Auffahrt? Es ist ganz wichtig, was Jesus dort sagt, weil das, was er vor Auffahrt gesagt hat, ist ganz wichtig für das, was nach Auffahrt kommt. Und da können wir auch sogar Tipps mitnehmen für unseren Alltag, für unser jetziges Sein. Und ich möchte gerade lesen mit euch aus Apostelgeschichte 1, Verse 1 bis 8. Dort steht: Im ersten Teil meines Berichtes, verehrter Theophilus, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat. Also der Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat und auch das Lukas-Evangelium geschrieben hat, schreibt da an einen gewissen Theophilus und redet so damit an. Von seinem ersten Auftreten an, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel hinaufgenommen wurde. Bevor das geschah, gab er den Aposteln, die er auserwählt hatte, also Jesus, unter der Leitung des Heiligen Geistes Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggang. Sie waren es auch, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, das damit zusammenhängte. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und das schon in wenigen Tagen. Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten: Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihnen zur Antwort: Es steht euch nicht zu, Zeitspanne oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat,
uns, über die er allein entscheidet. Aber wenn ihr, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entlegensten Gegenden der Erde. Wenn ich den Text gelesen habe, ist mir aufgefallen, dass zweimal die Rede ist von Warten auf etwas, wo Gott versprochen hat. Das erste Warten ist das Warten auf den Heiligen Geist. Jesus sagt den Jüngern, dass sie in Jerusalem bleiben sollen und warten, bis in wenigen Tagen der Heilige Geist auf sie kommen wird. Und für die Jünger war das dazu mal ziemlich konkret gewesen. Also es war nicht eine lange Wartezeit gewesen. Sie haben gewusst, nur einige Tage geht's und dann wird das passieren. Und am Pfingsten feiern wir genau das nächste Woche, dass der Heilige Geist auf die Jünger, auf die runtergekommen ist und die erfüllt hat, die an Jesus Christus glaubt. Aber dazu wird der Hannes nächste Woche mehr dazu sagen. Das zweite Warten, das in unserem Text drinnen vorkommt, ist das Warten auf das israelitische Reich. Es ist das Warten auf das Reich von Gott. Die Jünger haben dort das Reich von Gott gedacht, das vorausgesagt worden ist. Das Ziel von Gott mit uns Menschen. Das Reich von Gott, das werden wir später noch genauer anschauen, was hinter dem Begriff steht. Aber hier steht auch das israelitische Reich. Und das zeigt, wie offensichtlich die Jünger dazumals noch von einer rein menschlichen Perspektive das Reich Gottes angeschaut haben. Eine rein menschliche Herrschaft haben sie angenommen. Doch im Verlauf der Zeit, und gerade auch, weil sie dann den Heiligen Geist bekommen und ihnen noch eine Augen mehr geöffnet worden sind für die Pläne von Gott, haben sie erkannt, dass das Reich von Gott nicht einfach ein rein menschliches ist, sondern dass es allen Menschen offen steht und dass es keine Grenzen kennt. Dass es auch ein himmlisches Reich ist. Also das Warten auf das Reich von Gott erstreckt sich über einen längeren Zeitraum. Über einen Zeitraum, der bis jetzt eigentlich noch andauert. Also konkret warten wir heute noch auf das Reich Gottes, dass es mit seiner ganzen Grösse kommt. Wir warten heute noch auf das Reich Gottes, wie die Jünger dazumal das auch schon gemacht haben. Also, wir haben zwei Sachen, wo wir darauf warten. Eine ist ein bisschen eine kürzere Distanz, ein kürzeres Warten. Ihr seht da, das ist so ein Balken, wo Latt. Ihr seht da, dass es gelb eingezeichnet ist. Es Latt immer mehr, bis er mal ganz voll ist. Und es ist die Rede von einem langen Warten. Das Warten auf das Reich Gottes. Und von beiden Sachen, die die Jünger und Jesus uns in unserem Text lehren, können wir lernen, mit Wartezeit gut umzugehen und die Zeit auch gut zu nutzen. Weil wir alle haben so Wartezeiten in unserem Leben. Sei es kürzere oder sei es längere, dass wir auch auf das Reich von Gott warten. Dass wir warten, dass wir mal mit Gott zusammen sein können für die Ewigkeit. Steigen wir doch jetzt am Anfang, aber gerade mit der kürzer Wartezeit. Jesus hat an den Jüngern gesagt, sie sollen warten in Jerusalem, bis der Heilige Geist kommt. Also, die kürzer Wartezeit ist in unserem Text das Warten auf den Heiligen Geist. Es ist im übertragenen Sinn das Warten auf etwas, wo Gott versprochen hat. Vielleicht ist es genau das Versprechen, wo du kennst, dass Gott Herzen berührt und Menschen zu ihm führt. Aber du wartest immer noch darauf, dass deine Familie oder dein Partner oder dein Freund erkennt, wer Jesus wirklich ist. Du bist in einem Warteprozess. Oder vielleicht
Weißt du, dass Gott versprochen hat, dich durch schwierige Situationen durchzuführen? Aber jetzt bist du mittendrin irgendwo und erkennst noch kein Ende. Du bist auch dann in einem Warteprozess. Die Jünger, sie haben viel durchgemacht mit Jesus. Sie sind dabei gewesen, wo Jesus in ganz Israel gehypt worden ist, wo er fast zum König ausgerufen worden ist von der Menschenmenge. Sie haben aber auch erlebt, wie er hingerichtet worden ist. Und sie haben ihn gesehen, wenn er wieder auferstanden ist. Und sie sind mit ihm zusammen gewesen nach seiner Auferstehung, bis zu seiner Himmelfahrt. Und ihr Herz hat richtig Feuer gefangen für Jesus. Und sie sind richtig dafür gewesen. Jetzt eigentlich, kann man gut vorstellen, dass sie die Welt gerade mit Jesus haben wollen erobern. Dass sie haben wollen vorwärts gehen und pushen und machen und tun. Und dann stellt sie Jesus in eine Warteschleife. Er sagt, wartet. Wartet, wenn ich weggehe, bis der Heilige Geist kommt. Die Jünger haben einen Loading-Prozess durchgemacht. Sie mussten warten auf den Heiligen Geist. Sie mussten warten, dass Gott sie okay gibt. Sie mussten warten auf Gott. Und ein Sprichwort, das du wahrscheinlich auch kennst, kann man hier gut auf Gott ummünzen. Wir Menschen haben Uhren, aber Gott hat Zeit. In letzter Zeit ist der Alltag von vielen Menschen ein bisschen langsamer geworden, aber immer noch leben wir in einer sehr schnell lebenden Zeit. Wenn ich mir heute etwas wünsche, dann will ich, dass ich das morgen gerade habe. Oder wenn Gott es doch gut mit mir meint. Wieso hilft er mir jetzt nicht gerade so, wie ich mir das vorstelle? Oder Jesus möchte doch, dass Leute an ihn glauben und dass neue Leute an Glauben zu ihm finden. Wieso öffnet er die Herzen der Menschen in meiner Umgebung nicht jetzt gerade? Wieso müssen die Jünger warten in Jerusalem, bis sie dürfen rausgehen und für Jesus Zeugen sein? Es nützt doch nichts, jetzt noch tagelang zu warten, wenn doch Gott 0,9 jetzt gerade wirken könnte. Wir können uns an dieser Stelle fragen, ist das Warten ein göttliches Prinzip? Ist es ein göttliches Prinzip, Zeit zu haben? Oder ist das einfach eine faule Ausrede, zu erklären, dass Gott nicht eingreift? Wenn wir in die Bibel schauen und auch verschiedene Geschichten anschauen, wo dort Menschen mit Gott erlebt haben, dann gibt das uns einen guten Aufschluss. Zum Beispiel hat Gott mit dem Abraham und mit der Sarah einen jahrelangen Weg durchgemacht, bis er sie an dem Punkt hatte, wo er sie wollte und wo sie ihr Vertrauen ganz auf Gott gesetzt haben. Sie mussten einen Weg gehen, bis Gott Grosses durch sie auch gewirkt hat. Oder wir haben uns Anfangsjahr mit dem Josef befasst. Auch der Josef hat jahrelang warten, hat einen Loading-Prozess durchgehen, bis Gott ihn so gross gebraucht hat und ihm seine Träume wahr hat werden. Und er ist Retter geworden von ganzen Völkern. Oder der David, der auch jahrelang warten musste, bis er das machen konnte, wozu ihn Gott berufen und auserwählt hat. Er hat jahrelang warten, bis er König von Israel geworden ist. Und er hat ausgehalten. Auch Jesus hat sich immer wieder zurückgezogen zum Gebet. Auch wenn er gerade im Höhepunkt von seiner Verkündigung, von seinem Dienst gestanden ist, ist er selber in so einen Loading-Prozess eingegangen, hat sich selber zurückgenommen, irgendwo in die Natur rausgegangen und hat gebetet. Er hat uns wie ein bisschen gegen die Schnelllebigkeit etwas dagegen gehabt. Und Jesus befiehlt seinen Jüngern zu warten in Jerusalem, bis Gott
sie es okay gibt, zum Weitermachen. All diese Personen, und wir könnten noch mehr Beispiele nennen von der Bibel, sind in so einem Loading-Prozess inne gsi. Und vielleicht hast du schon mal gehört, dass die Bibel bei der Zeit zwischen zwei Begriffen unterscheidet. Das ist der Chronos-Begriff und Kairos. So heisst es auch auf Griechisch. Und Chronos bedeutet eine Zeitspanne. Ich möchte euch das noch einmal zeigen. Eine Zeitspanne, wo ein Prozess eine Zeit lang geht. Und die Jünger haben so einen Chronos müssen durchlaufen, wo sie in Jerusalem haben gewartet auf den Heiligen Geist. Der Kairos ist der ganz bestimmte Zeitpunkt, wenn das Warten auch ein Ende hat. Ein göttlicher Zeitpunkt, wo das Richtige am richtigen Ort zur richtigen Zeit mit den richtigen Personen passiert. Das ist ein Punkt, wo Gott vorherbestimmt hat, dass etwas passiert. Das ist Kairos, der göttliche Zeitpunkt. Und genau das haben die Jünger an Pfingsten erlebt. Wo der göttliche Zeitpunkt gekommen ist und der Heilige Geist auf die Jünger runtergekommen ist und auf all die, die an Jesus geglaubt haben und ganze Menschenmengen, haben sich an dem Tag bekehrt und an den folgenden Tag. Es ist richtig etwas durch Jerusalem und durch die Region dort gegangen. Und auch genau so einen göttlichen Zeitpunkt haben die Männer und Frauen erlebt, wo wir vorher kurz angeschaut haben, einen Abraham, einen Sarah, einen David, einen Josef. Sie alle haben eine Zeit lang gewartet, um dann zu erleben, dass Gott genau im richtigen Moment eingreift und Grosses durch sie und mit ihnen bewirkt. Ja, hast du auch schon mal so einen Kairos-Moment in deinem Leben gehabt, wo du gewartet hast und im Nachhinein siehst du, oh, ich habe gewartet und irgendwann ist der Punkt gekommen und es ist etwas mega cool in Erfüllung gegangen. Vielleicht sind es grosse Sachen gewesen, vielleicht auch ganz kleine. Ich habe das erlebt, als ich eine Wohnung in Obwalden gesucht habe, als ich eine Absage nach der anderen bekommen habe oder gar keinen Bescheid bekommen habe auf eine Bewerbung und plötzlich ist einfach eine Anfrage gekommen, hey, willst du die Wohnung? Du kannst sie haben, sie ist parat für dich und ich habe genau auf so etwas gewartet. Und es hat dann einfach passieren dürfen. Auch in Kleinigkeiten kann Gott wirken und so Kairos-Moment schenken. Ja, merkst du etwas? Zeit haben ist ein absolut göttliches Prinzip. Es ist aber nicht nur einfach eine Zeit totzuschlagen und nichts machen, sondern es ist eng verbunden mit dem, dass Gott den richtigen Zeitpunkt weiss und dann das Richtige macht. Mit dem Zeitplan Gottes Leben heisst auch vielfach Geduld zu haben. Gott hat Zeit, aber er sieht das Ganze. Schau, wir stehen irgendwo da dazwischen und sehen gerade unsere Situation. Wir haben die Zeitspanne vor Augen, wo wir gerade drin sind. Aber Gott sieht den ganzen Prozess und Gott sieht auch, wenn jedes Warten auch ein Ende hat. Und er weiss, wenn es genau am meisten Sinn macht, das dir zu geben, was du auch ganz wirklich brauchst. Auch wir haben in letzter Zeit müssen Geduld haben, dass wir nicht können Gottesdienst gemeinsam feiern. Und doch ist Gott am Wirken. Und ich bin fest davon überzeugt, dass voraussichtlich, wenn wir uns am Pfingsten das erste Mal treffen können, dass das auch so ein Kairos-Moment ist, wo Gott sagt, hey, mal, genau dann wollte ich, dass meine Gemeinde wieder sich trifft zum Gottesdienst miteinander. Ja, und das göttliche Prinzip, dass Gott Zeit hat und zum richtigen Zeitpunkt das Richtige macht, das können wir jetzt auch auf unsere länger Zeitachse übertragen. Bei dieser Zeitachse geht es ums Warten auf das Reich von Gott. Und das ist ein herrlicher Ausblick, den wir haben, dass das Reich von Gott mal kommen wird. Von diesem Reich lesen wir auch in Offenbarung 21. Dort steht, irgendeinmal wird das Reich ganz sein und
und für alle da sind, die an Jesus Christus glauben und ihn als ihren Herr aufgenommen haben. Und dort steht, dass wird Frieden herrschen, dass es kein Leid wird mehr geben, dass wir getröstet werden mit dem Reich Gottes, dass es kein Schmerz wird geben, dass Gott mitten unter uns wird sein. Und das ist der Jünger dazumals versprochen worden und das ist uns heute noch versprochen, dass das Reich von Gott, wie es auch in Offenbarung Kapitel 21 beschrieben wird und ganz viele andere Male in der Bibel beschrieben wird, dass das mal wird eintreffen. Und vielleicht hast du auch gerade in letzter Zeit Ungeduld auf so eine perfekte Welt, wo es kein Leid mehr wird geben, wo es keine Tränen mehr wird geben, weil wir getröstet werden, weil die abgeputzt werden, die Tränen. Und du möchtest, dass du das möglichst bald auch miterleben kannst. Und hier, genau hier, kommt jetzt das göttliche Prinzip, wo wir vorher angeschaut haben, wieder zum Tragen, dass Gott genau zum richtigen Zeitpunkt das Richtige wird machen. Und dass genau das Reich zum richtigen Zeitpunkt auch sichtbar wird werden für uns. Und ich sage hier ganz bewusst, dass das Reich Gottes mal sichtbar für uns wird, weil durch Jesus Christus und dass er für dich und mich am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist und wir ihm unsere Schuld können angeben, weil er sich runtergelassen hat auf die Erde mit uns zusammen, will leben. Durch das ist das Reich Gottes schon jetzt präsent auf der Erde. Wir stehen irgendwo da dazwischen, aber wir müssen nicht nur warten auf das Reich Gottes, sondern wir dürfen es auch schon erleben. Wir dürfen erleben, dass wir getröstet werden von Jesus Christus, wenn wir traurig sind, wenn wir schwierige Zeiten durchmachen. Wir dürfen den Frieden verspüren in uns innen. Wir dürfen gemeinsam mit Gott durch unseren Alltag gehen. Wir dürfen auch ganz praktisch für Leute beten und wenn es ihnen schlecht geht, auch für Heilung beten, dass Gott sie wird heilen und durchtragen durch die Zeiten. Wir dürfen das Reich Gottes schon jetzt in unserem Alltag, in unserem Leben praktisch erfahren. Und dazu möchte ich mit euch einen Vers lesen aus Johannes Evangelium Kapitel 16, Vers 33. Ihr dürft das gerne auch aufschlagen oder mitlesen. Ich lese Johannes Kapitel 16, Vers 33. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich habe die Welt besiegt. In der Welt werden wir hart bedrängt, aber wir müssen uns nicht fürchten, sondern weil er, Jesus, die Welt besiegt hat und wir dürfen in ihm Frieden haben. Das ist die unglaublich gute Botschaft vom Reich Gottes. Jesus hat mit seiner Geburt, mit seinem Tod und seiner Auferstehung und auch mit seiner Auffahrt zum Himmel das Reich Gottes so richtig lanciert. Wenn wir an ihn glauben, so finden wir Frieden. Aber der Vers im Johannesevangelium, der beschönigt nichts. Es wird weiterhin Not und Elend und Mangel geben in dieser Erde. Aber es wird auch Zeiten geben, wo vielleicht dein Glaube auf der Kippe steht, wo du deinen Glauben an Jesus Christus gerne an den Nagel hängen würdest. Doch trotz all dem wird Jesus über allem als Sieger hervorgehen. Und er spricht uns und dir ganz persönlich und auch mir Mut zu. Vorwärts gehen und uns nicht zu fürchten, nicht Angst haben. In dieser Beziehung zu Jesus und in der Gemeinschaft mit anderen Gläubigen dürfen wir das Reich Gottes schon jetzt in unserem Alltag erfahren und erleben. Heute eher bruchstückhaft, weil das Reich Gottes noch nicht ganz zu uns gekommen ist.
aber doch ist es real da. Und irgendeinmal, wenn der Kairos-Moment gekommen ist, wo Gott gesagt hat, und jetzt wird es sichtbar, dann dürfen wir das Reich Gottes in seiner ganzen Grösse und in seinem ganzen Glanz erfahren. Und ich möchte dich ganz persönlich auch ermutigen, dass wenn du merkst, dass du dir eigentlich genau das wünschst, dass du den Frieden hast, dass du das dir wünschst, was über die neue Welt, über den neuen Himmel gesagt wird, dass du dich an Jesus Christus wenden. Du kannst mit ihm reden wie mit einem Freund. Du kannst ihm sagen, in welcher Warteschleife, dass du gerade drinnen steckst und was dir Mühe macht und auf was, dass du dich sehnst. Was dich bedrückt, darfst du ihm sagen, und er tröstet dich, er befreit dich von Lasten. Er gibt dir Frieden und er heilt dich. Jetzt, heute und hier. Und er ist Sieger über all das Böse, über all das, was nicht gut ist in dieser Welt. Und er will seinen Sieg, den Sieg über Not, Leiden und Tod mit dir teilen, dass du einmal ganz bei ihm darf sein, in dem Königreich Gottes, wo uns verheißen wird. Und wir biegen jetzt in die Startlinie, weil die letzten Worte von Jesus an seine Jünger sind nicht das Ende gewesen, sondern es ist der Startschuss gewesen zu etwas ganz Neuem. Wir müssen jetzt, dass wir zwar auf das Reich Gottes warten, dass es irgendwann in seiner ganzen Grösse kommt, aber wir wissen auch, dass das Reich Gottes jetzt schon bei uns präsent ist und dass wir das dürfen in unserem Alltag erleben, dass es durch Jesus Christus schon jetzt auf dieser Welt ist. Wir wissen, dass wir auf Sachen warten, wo vielleicht kleinere Distanzen haben, aber wir wissen auch, dass Gott alles im Überblick hat und zur richtigen Zeit das Richtige wird machen. Aber es ist nicht nur einfach ein Warten auf oder ein Geniessen von, wenn wir in diesem Loading-Prozess sind. Jesus hat an seinen Jüngern für die Zeit vom Warten einen klaren Auftrag gegeben. Sie sollen zuerst mal in Jerusalem warten. Die Jünger haben die Zeit nachher genützt, um miteinander zu beten und das Kommen von dem Heiligen Geist im Gebet auch vorzubereiten. Und für die grössere Zeitspanne hat Jesus ihnen den Auftrag gegeben, wenn der Heilige Geist kommt und auf euch runterkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeuge zu sein. In Jerusalem, in Judäa, Samaria und auf der ganzen Welt. Das ist der Auftrag und die Antwort von, ja, wenn wird das Reich denn ganz kommen? Jesus sagt, das muss euch nicht interessieren. Ihr seid jetzt in dem Loading-Prozess inne und nützt die Zeit vom Warten. Macht ein aktives Warten. Ja, Loading, warten auf Gott. Ja und nein. Ja, wir warten, dass Gott eingreift und Dinge, also und Sachen anstößt. Aber es heisst nicht, dass wir einfach da hocken und Däumchen drehen. Gott will an uns und mit uns arbeiten. Er will uns brauchen und befähigt uns, mit dem Heiligen Geist seine Zeuge zu sein. Er will mit uns durchstarten. Und das ist nicht nur ein Auftrag, den wir einfach jetzt abspulen müssen, sondern es ist unser grosses Vorrecht. Zeuge sein vom Reich Gottes. Von dem, wo Gott uns durch Jesus Christus auch versprochen hat. Was meine ich damit? Wir dürfen jetzt ganz persönlich in unserem Leben erfahren, was es heisst, mit Gott unterwegs zu sein. Was es heisst, inneren Frieden zu haben. Was es heisst, getröstet werden in Situationen, die mega schwierig sind. Was es heisst, wenn Gott sich zu uns stellt und mit uns durch eine schwierige Situation geht. Wir wissen, dass hinter Wartezeiten ein Sinn steckt, dass das göttliche Prinzip Tatsache ist, dass Gott alles im Blick hat und dass er
auch weiss, während Wartezeit zu Ende geht. Und er weiss genau den richtigen Zeitpunkt für dich ganz persönlich, wenn er durch dich auch Grosses wirken will. Gott hat alles im Überblick. Und wir erfahren hautnah, was es eben heisst, Gottes Reich hier auf dieser Erde zu erleben. Zwar noch ansatzweise und bruchstückhaft, aber gleich ist Jesus mit seiner ganzen Person bei uns und durch den Heiligen Geist werden wir gestärkt. Und wir dürfen auch erfahren, wie befreiend das der Blick ist, in eine Zukunft zu schauen und zu wissen, hey, irgendeinmal sagt Gott, hey, und jetzt kommt mein Reich und jetzt werde ich die perfekte Welt aufrichten mit denen, die an mich glauben. Und genau das dürfen wir weiter erzählen. Für genau das dürfen wir Zeugen sein. Lasst uns den Loading-Prozess, wo wir drinnen sind, gut nutzen. In beiden Sachen, in längeren Wartezeiten und in kürzeren. Lasst uns aktiv warten. Lasst uns auch Gott vertrauen, dass er weiss, wenn das der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um deine ganz persönliche Wartezeit auch zu beenden. Und Wartezeit ist nicht etwas Schlechtes. Es ist eine Chance für uns, auch diese Zeit gut zu nutzen und Zeugen sein für Jesus Christus. Ich möchte noch beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du ja unsere Situation, jede einzelne Situation im Überblick hast. Du weißt, wo wir warten, wo wir vielleicht auch ungeduldig sind. Du weißt, wenn dass es dran ist, das Richtige zu tun. Und ich danke dir, dass du uns da einfach auch Geduld schenkst und dass du uns die Hoffnung gibst auf das Reich Gottes und dass du schon jetzt mitten unter uns wirkst mit deinem Heiligen Geist. Dass wir jetzt schon das Reich Gottes, dein Reich dürfen erfahren in unserem Alltag. Das bitte ich dich für uns. Amen.